Luigi Fragale kehrt zurück an den Ort seiner Kindheit. Eine Kindheit geprägt von Entbehrungen und Angst. Wenn immer mit Angst lebst, von klein, ein Kind, das 5, 6 ist, muss Angst haben, wenn es sich verletzt. Wenn er rausgeht, wenn jemand läutet, wenn er zu viel Lärm macht. Also man lebt einfach immer mit allem, was man macht, hat man Angst. Und in diesem Alter versteht man noch nicht, was bin ich hier am machen, was nicht gut ist. Oder man ist wie, man ist da, man ist wie nicht da. Ja, darf ich jetzt? Ach, das. Bellach bei Solothurn. Hierhin zog Luigis Vater in den 1970er Jahren aus Kalabrien, nachdem er eine Saisonstelle auf dem Bau gefunden hatte. Zunächst lebte er alleine hier. Später folgte ihm seine Frau. Dann kamen auch Luigi und sein jüngerer Bruder. Heimlich, denn die Schweiz verbot Saisonniers damals den Familiennachzug. 2,5 Jahre lebten Mutter und Kinder fortan im Versteckten, ohne Aufenthaltsbewilligung und ohne Krankenkasse. Nur ganz selten durften sie nach draußen, aus Angst von Nachbarn entdeckt zu werden. Da haben wir mit der Mama manchmal, wenn schönes Wetter war, wirklich dürfen ein bisschen spielen, dann weniger Rasen. Und eine hat es geschneit, vergiss ich nie. Und dann haben wir ein bisschen Glück gehabt. Wir dürfen gerade hier links hinter den Gebüsch, dort, wo dort ein bisschen mehr Schnee hatte, haben wir dürfen. Aber eben nicht lange Zeit, maximal eine halbe Stunde. Wir dürfen uns nicht verletzen, wir müssen mit niemandem reden. Es ist einfach gleich. Aber das war unser Leben. Das ist hier das Oberste. Es hatte eigentlich auch noch Schimmel gehabt. Ein grauer, monotoner Alltag, bei dem einzig der Blick nach draußen etwas Abwechslung brachte. Hier waren die Enten und die haben auch geschaut, dass ein bisschen Zeit umgeht. Und wir haben zu den Enten geschaut. Von oben runter, ja. Es war viel vom Tag, vom Alltag. Ist das viel gewesen. Luigis Eltern versuchten ihm zu erklären, warum er zu Hause bleiben musste und nicht draußen spielen durfte, so wie die anderen Kinder. Für mich war es normal, in Italien konnte ich nicht draußen spielen. Ich war bei der Großmutter, aber ich hatte Freiheit. Und dann war ich hier und ich hatte das Gefühl, in der Schweiz ist es normal, jetzt versteckt zu sein. Also nicht richtig verstanden, wieso muss ich jetzt versteckt bleiben. Und darum hatte ich innerlich einen Hass auf die Schweiz. Und dann gesagt, ja, wieso muss ich, wieso gibt mir das Land die Freiheit nicht? Oder? Und ich wollte immer wieder auf Italien, mit der ganzen Familie. Mit 8 Jahren konnte Luigi zur Schule. Die Schulkommission ermöglichte ihm dies, auch wenn die Wohngemeinde nichts von seiner Existenz wusste. Doch dann stand die Fremdenpolizei vor der Türe. Eines Tages sind wir nach verroten worden, weil wir einen Nachbarn hatten, auch Landsleute. Und dann haben die gedacht, ja, wie kann die Familie in die Schweiz kommen und die Kinder in die Schule schicken. Und wir dürfen nicht einmal die Kinder hier behalten. Und dann sind wir verraten worden. Und dann hat der Stress der Richtung angefangen. Dann kam die Ausländerpolizei und dann mussten wir eigentlich wieder so schnell wie möglich zurück. Der Vater wollte mit seiner Familie zurück nach Italien. Sein Arbeitgeber hatte dem Ehepaar jedoch ein Darlehen für den Kauf einer Wohnung in Süditalien gewährt, das noch nicht ganz zurückbezahlt war. Zudem war der Vater ein sehr guter Arbeiter. Also setzte sich sein Arbeitgeber für die Familie ein und sie durfte schließlich bleiben. Das war eigentlich recht glücklich. Also wenn die Schulden nicht da gewesen wären, denke ich nicht, dass wir jetzt heute in der Schweiz wären. Luigi hat seinen Weg gemacht. Ein Weg, der allerdings steinig war. Er besuchte die Sonderschule. Männer wie Luigis Vater. Sie kommen im Frühling aus dem Süden. Und 9 Monate später müssen sie die Schweiz wieder verlassen. Saisonarbeiter, Menschen mit Koffern,
aber ohne Familien. Auch die Schweizer packen ihre Koffer. Das Land, das Glückliche, ist von den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs verschont geblieben. Hochkonjunktur. Der Wohlstand wächst. Ferienreisen mit dem eigenen Auto sind für große Teile der Bevölkerung erschwinglich geworden. Und neue Autobahnen versprechen, die Schweizer noch schneller ans Ziel ihrer Ferienträume zu bringen, das meist im Süden liegt, dort, wo die Ausländer herkommen. Heute wird die Eröffnung des San Bernardino-Tunnels gefeiert. Der neue Alpendurchstich bildet nicht nur einen eindrücklichen Beweis der Lebenskraft und des Zukunftsglaubens des Schweizer Volkes, er zeugt auch von der wachsenden Leistungsfähigkeit unseres Landes. Nicht unerwähnt darf allerdings bleiben, dass wir auf die Mitwirkung zahlreicher ausländischer Arbeitskräfte angewiesen waren. Die Fremdarbeiter mit Aufenthaltsbewilligung reichen nicht aus, die neue Schweiz zu bauen. So holt man Saisonarbeitskräfte. In den Zeiten der Hochkonjunktur kommen jährlich über 200.000 Saisoniers ins Land. Die meisten von ihnen werden auf den Baustellen benötigt. Andere im Gastgewerbe. Mehrheitlich an Arbeitsplätzen, die Schweizern nicht behagen. Die Saisoniers. Sie sind die Puffermasse des Schweizer Wirtschaftswunders. Menschen zweiter Klasse. Sie sollen hier 9 Monate arbeiten, sich jedoch nicht heimisch fühlen, sich keinesfalls integrieren. Kinder sind verboten. Sind Sie verheiratet? Ja. Wo ist die Frau? In Italien. Kinder? 2. Auch in Italien? Alle, sie können nicht herkommen, das Gesetz erlaubt es nicht. Die Frau ist in Spanien. Hätten Sie sie gern hier? Wenn es möglich wäre, hätte ich sie gern an meiner Seite. Haben Sie Kinder? 4. Nicola Colatrella, gebürtiger Italiener, betreute für eine Gewerkschaft Saisoniers in der Zentralschweiz. Bitter wurde seine Arbeit, wenn wieder ein verstecktes Saisonierkind von der Fremdenpolizei entdeckt und des Landes verwiesen wurde. Das war für mich nicht akzeptabel. Manchmal kamen mir die Tränen, ich darf es ruhig sagen. Denn es war hart zu sehen, wie ein Vater seine Kinder verabschieden musste. Zuweilen begleitete ich sie an den Luzerner Bahnhof, um den Vater zur Seite zu stehen. In Bern lebt und arbeitet die Psychotherapeutin Marina Frigerio, eine schweizerisch-italienische Doppelbürgerin. Sie kennt die Nöte, wenn die Saisoniers ihre Kinder in der Heimat bei Verwandten zurücklassen mussten. Für die Kinder gab es eine Entfremdung. Sie seien, das haben mich viele Betroffene erzählt, sie seien ihre Eltern als Onkel und Tante und nicht als Papi und Mami. Es fehlte die Vertrautheit plus die wichtige Bindung. Die Vertrauenspersonen waren nicht die Mutter und der Vater, sondern irgendjemand anderes. Saisonarbeiterinnen in der Textilindustrie. Unter ihnen wohl auch Mütter, die ihre Kinder in die Schweiz mitnahmen. Doch diese blieben unsichtbar im Land. Wie viele waren es? Es gibt nur Schätzungen dazu. 15.000 bis 50.000 sollen es zwischen 1950 und den 90er Jahren gewesen sein. Versteckte Kinder. Marina Frigerio hat einige dieser Biografien in einem Buch zusammengetragen. Viele anonym, denn da ist eine große Scham, über das Erlittene zu sprechen. Fast alle Eltern
möchten ein guter Vater und eine gute Mutter und ein gutes Familienleben führen. Und wenn man das nicht kann, dann fühlt man, dass man versagt hat. Damit umzugehen ist sehr schmerzhaft, sehr schwierig und man versucht, das Geschehene wie abzuwenden, fernzuhalten. Aber in der Tat darf so eine Wunde nicht heilen, bis man die Geschichte ausgerollt hat und den Kindern auch die Wahrheit erklärt hat. Die Koffer sind wieder gepackt. Die Reise geht heimwärts. Ob sie nächstes Jahr erneut kommen können, wissen die meisten noch nicht. So ist es auch eine Reise ins existenzielle Ungewisse. Doch da ist auch eine große Wiedersehensfreude. Ich fahre nach Italien zu meiner Frau und zu meinen drei Töchtern. Meine Frau und die Kinder habe ich nun seit 10 Monaten nicht mehr gesehen. Quanto tempo che non ha più visto la sua moglie e i suoi figli? 10 mesi. Ich gehe meine Frau und mein Kind besuchen. Mein kleiner Sohn ist 4,5 Jahre alt und heißt Augusto. 9 Monate lang habe ich meine Familie nicht mehr gesehen. Auch meine Familie lebt in Sizilien. Meine Frau und meine 17-jährige Tochter Enza. Vor 10 Monaten sah ich meine Angehörigen zum letzten Mal. Ich werde auch nächstes Jahr wieder in die Schweiz kommen. Aber eben wiederum ohne die Familie. Ein bisschen Süden, mitten in Bern. Der Treff im Breitenrheinquartier lädt zu einem Markt mit Produkten aus Italien. Für mediterrane Stimmung sorgt auch Fernando D'Amico, der zusammen mit seiner Formation von einer Schwalbe singt. Einer Schwalbe unterwegs mit einer Liebesbotschaft über das Meer. Sospira mari, o ritornella curia ietari lu sospira mari. Fernando D'Amico wuchs in den 1960er Jahren bei seinen Großeltern in Apulien auf, nachdem seine Eltern Arbeit in der Schweiz gefunden hatten. Als die Großmutter erkrankte und die Eltern Fernando nicht zu sich nach Bern holen konnten, brachten sie ihn, 8-jährig, in einem Internat in Domodossola unter, an der Schweizer Grenze. Näher bei den Eltern und doch weit weg von ihnen. 9 lange Jahre. Vieni portato da una realtà familiare a una realtà che non conosci. Du wirst von einem Tag auf den anderen mit einer neuen Realität konfrontiert, die du nicht kennst. Weg von der Familie. Du weißt nicht, wer diese neuen Leute um dich herum sind. Die Eltern haben dir nur gesagt, du musst für eine gewisse Zeit in ein Internat, weil du nicht bei uns sein kannst. Wir gehen dann wieder zurück nach Italien. Ich habe sehr gelitten in den ersten Jahren, weil mir die Eltern fehlten. Diejenigen, die um mich herum waren, konnten sie nicht ersetzen. In Domodossola trifft Fernando auf Eddie Salini, der mit ihm im Internat war. Gemeinsam machen sie sich auf an jenen Ort, der für ihr Leben prägend war. Noch immer führen Kapuziner das Haus. Längst nicht mehr in Kutten gewandet, wie in den 1950er Jahren, als sie das Internat für Buben italienischer Saisoniers schufen, die in der Schweiz arbeiteten. Das ist das Refektorium, wo wir Buben aßen, Frühstück, Mittag und Abendessen. Es war voll, wir waren mehr als 80. Von den Erziehern von damals ist er noch da, Padre Vincenzo, an den sich Fernando und Eddie gerne erinnern. Er sei gut zu ihnen gewesen.
auch wenn der Alltag im Internat streng war. Ich habe die Buben immer gerne gehabt. Natürlich gab es unter uns auch solche, die strenger waren. Ab und zu setzte er da eine Ohrfeige ab. Heute dürfte man das ja nie mehr tun. Aber damals waren die Methoden halt noch etwas anders. Voller Sehnsucht erwartete Fernando jeweils den Besuch seiner Eltern. Ich erinnere mich, dass die Eltern alle 5-6 Wochen zu Besuch kamen. Und als sie wieder gingen, zählte ich die Tage, bis es wieder soweit war. Es kam nicht selten vor, dass sie dann kurz zuvor mitteilten, sie könnten dich nun, aus dem einen oder anderen Grund, doch nicht besuchen. Da stürzte jeweils eine Welt für mich zusammen. Un giorno due prima ti dicevano, per un motivo o per un altro, che non sarebbero venuti, il mondo ti crollava. Wenn sie hierher kamen, dann hatte dies immer zwei Gründe. Zum einen besuchten sie dich, zum anderen deckten sie sich mit Lebensmitteln auf dem Markt ein. Das alles spielte sich in wenigen Stunden ab. Wir gingen Mittagessen, sie machten danach noch die letzten Einkäufe, bevor sie um 5 Uhr wieder zurück nach Bern fuhren. Fernando blieb zurück mit etwas Schokolade aus der Schweiz. Das Schokoladenpapier warf ich nie weg, sondern versteckte es. Es war wie, wie soll ich sagen, durch das Papier schienen mir die Eltern nahe. Wenn ich das Papier jeweils hervorholte, war es, als wären sie hier. In den Straßen Domodossolas hört Fernando oft einem Gitarrenspieler zu. Das Instrument fasziniert ihn. Er bittet seine Eltern, ihm eine Gitarre zu kaufen, bringt sich das Spiel selbst bei. Später in der Schweiz arbeitet er zunächst als Elektriker und studiert daneben am Konservatorium. Heute unterrichtet er Gitarre und tritt häufig mit seiner Formation auf. Ich verbrachte Stunden um Stunden mit meiner Gitarre. Sie wurde zu einer treuen Begleiterin, die mir das ersetzte, was mir damals fehlte. Die Gitarre wurde Teil von mir und sie ist es bis heute geblieben. Uno strumento che faceva proprio parte di me e lo è ancora tuttora. Beh, è razzista. Nun, was soll ich sagen? Das war rassistisch. Etwas, das heute unvorstellbar ist. Und doch haben wir aktuell eine Situation, die mit damals vergleichbar ist. Zurzeit beherbergen wir hier Ukrainerinnen, Mütter mit ihren Kindern, 38 an der Zahl. Unser Haus ist voll. Die Geschichte wiederholt sich vor dem Hintergrund anderer Ereignisse, traurige Ereignisse. Hoffen wir, dass sie bald vorbei sind. Attraverso vicende che cambiano, sono più le vicende tristi. Ecco, speriamo che termini al più presto. Seit bald 40 Jahren arbeitet und lebt Fernando zusammen mit seiner Familie in der Schweiz. Er habe sich mit der Vergangenheit versöhnt, sagt er. Und doch ist nicht vergessen, dass das Land, wo seine Kinder geboren sind, ihn damals nicht wollte. Einen roten Pass mit weißem Kreuz hat er nicht. Nein, ich bin immer noch... Nein, ich bin Italiener. Und das stimmt für mich so. In Solothurn betreibt Luigi Fragale seit 17 Jahren einen Coiffeursalon. Keine Selbstverständlichkeit, sagt er. Er, der als Kind 2,5 Jahre im Versteckten leben musste, Schwierigkeiten in der Schule hatte und dadurch keine normale Lehre machen konnte. Die Eltern ermöglichten ihm eine Privatschule. Und dort jetzt nachher, dort habe ich mich nachher auch öffnen. Der Beruf hat mir gefallen. Und ich habe mich wirklich wohl gefühlt.
habe die beste Prüfung gemacht und bin in einer Privatschule Fachlehrer geworden. Und ich bin dieser Schule auch recht dankbar, dass ich überhaupt die Chance hatte, die Schule zu machen. Wo gehst du in die Ferien, Schaklin? Auf Italien. Ja, Apulien, hä? Ja. Das wird dir sicher gefallen. Da bin ich sicher, dass dir das gefällt. Und die Leute werden dir sicher herzlich empfohlen. Etwas Italianita als Vorgeschmack gibt es unmittelbar neben Luigis Salon, wo Mamma Fragale eine Bar betreibt. Zu den Stammgästen gehört seit seiner Pensionierung auch Papa Fragale. Heute ist eine Enkelin dabei. Tutta la Familia, die ganze Familie vereint unter einem Dach. Etwas, das der Familie damals in der Schweiz verboten war. Mit der Erinnerung kommen Emotionen hoch. Für mich, was soll ich sagen? Damals dachten wir, wir würden nur für 2-3 Jahre in die Schweiz kommen. Ja, ich werfe der Schweiz vor, dass sie uns nicht allzu gut behandelt hat. Das Gesetz war damals so. Und um die Familie zusammenzuhalten, habe ich alle hier versteckt, die Kinder und auch meine Frau. Ich hätte sie ja nicht legal mitnehmen können und wäre 9 Monate im Jahr alleine hier gewesen. Ich war deprimiert. Es ging mir schlecht. Ich war 21, als ich aus Kalabrien in die Schweiz kam. Ich hatte meine Familie verlassen, hatte keine Freunde hier, war alleine mit Mann und Kindern. Er ging am Morgen aus dem Haus und kam am Abend zurück. Ich hatte nichts Schlechtes getan und musste mich verstecken. Warum? Die Kinder konnten nicht in den Kindergarten, ich nicht raus. Was sollte dieses Gesetz? Es war alles in Ordnung. Mein Mann hatte eine Stelle, wir bezahlten die Miete und die Krankenkasse für ihn. Ich hätte ein normales Leben mit den Kindern führen können. Trotz allem muss ich heute der Schweiz auch danken. Sie hat es mir ermöglicht, eine wunderbare Familie großzuziehen. Wir haben alles, dank der Schweiz. Aber auch ich habe der Schweiz viel gegeben. Ich habe keinen einzigen Tag gestempelt. Das RAF kenne ich nicht. Ich habe immer gearbeitet. Luigi Fragale unterwegs mit seinen Kindern. Noch wissen sie nicht, was ihr Vater einst erleiden musste, als er in ihrem Alter war. Vielleicht wird er ihnen eines Tages davon erzählen. Unbeschwert sollen sie aufwachsen, sich draußen bewegen können. Ich sehe, was mein Sohn geht auf Fußball, Schwimmkurs, spielt, macht, verletzt sich und muss nicht Angst haben, dass er sich jetzt verletzt hat. Und das ist etwas, was man keinem einzigen Kind eigentlich nehmen sollte. Ein Märztag im Jahr 1988 im St. Gallischen Grenzbahnhof Buchs. Es ist der erste Extrazug, der heute aus Jugoslawien kommt. Nach den Italienern, den Spaniern und Portugiesen werden nun vor allem Menschen aus dem Balkan als Saisonarbeiter in die Schweiz geholt. Aus Mazedonien, einer der ärmsten Gegenden Europas. 35.000 Saisonniers werden in den nächsten 2 Wochen hier erwartet. Allein an diesem Tag werden 1.400 Männer durch die grenzsanitarische Tuberkulosekontrolle geschleust. Wenn er das erste Mal kommt und der Arzt sagt, die Lunge ist nicht gut, dann muss er zurück am gleichen Tag. Weil der muss sein Eigenlohn zahlen. Zum Beispiel der Klimawechsel macht etwas aus und das Heimweh macht etwas aus. Wie? Das Heimweh, wenn einer zum Beispiel TB hat und er hat noch Heimweh, dann geht es länger, bis es bessert, weder wenn er psychisch gut beieinander ist. Susanne Weber war in den 60er Jahren in der Personalabteilung eines großen Bauunternehmens in Bern tätig, zuständig für die Saisonniers. Gelegentlich musste die junge Frau diese in ihren Baracken aufsuchen.
katastrophal. Sie haben nichts gehabt, nichts. Ein Bett, ein Tabaretli oder vielleicht aus einem irgendwo nur geschenkten Stuhl. Sie haben sich in der Küche sich müssen waschen. Es war nur ein Schützstein. Es hatte kein Bad, keine Dusche, nur ein WC, in einem engen WC-Ding. Und da haben vielleicht 8 Leute müssen alle in diesem Schützstein waschen. Und die haben doch geschwitzt am Tag. Also ich konnte mir das nicht vorstellen. Richtig schockiert bin ich, ja. Also ich habe brüllt. Das ist die Küche. Wie viele Personen kochen hier? 8. Waschen Sie hier auch die Kleider? Ja, alles. Was noch? Sich waschen, rasieren, alles. Hier sind wir zu 4. Wie viel zahlen Sie pro Person? 60 Franken. Gibt es eine Putzfrau? Niemand. Wir putzen. Sind Sie einverstanden mit diesen Zimmern? Nein. Machen Sie nichts? Was sollen wir, wenn Sie uns so halten? Eine pro Stockwerk? Ja. Gibt es Duschen? Nein. Heißes Wasser? Auch nicht. Haben Sie nie reklamiert? Nein. Warum nicht? Weil ich erst 5 Monate hier bin. Sie behandeln uns wie Tiere. Ich bin mit dem Zimmer nicht zufrieden. Sie sehen, man muss sich in der Küche waschen. Sie haben die Toilette gesehen. Sie sehen, es hat kein Badezimmer. Sie verstehen, dass das... Wir sind keine Schweine, wir sind Menschen. Und 4 in einem Zimmer. Während meiner Tätigkeit für die Gewerkschaft habe ich erreicht, dass mehrere Baracken geschlossen und erneuert werden mussten. Es war einfach nicht akzeptabel, wie unsere Leute leben mussten. Und gelegentlich war das Heimweh so groß, dass ein Saisonier seine Kinder verbotenerweise in die Unterkunft holte, besonders zur Ferienzeit. Dann haben wir einmal Kinder getroffen unter so einem Bett unter einem Eisengestell. Und die hatten furchtbar Angst gehabt und haben brüllt. Eine Frau haben wir dann das erste Mal, als ich mit war, nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die Kinder alleine waren, den ganzen Tag, bis der Vater reich ist. 2 habe ich solche Kinder gesehen. Einmal im Keller unten. Und das sind dann 4 Kinder dort unter dem Fenster. Ich habe wirklich viele Kinder gesehen, sowohl privat wie auch beruflich. Es gab Kinder, die zum Beispiel nicht mehr reden konnten. Die Sprache war wie eine Gefahr, wenn man sagte ihnen, sprich nicht, weine nicht, weil sonst kommt die Polizei und schickt dir nach Italien oder nach Portugal, Spanien zurück. Es gab die, die mit Rebellion reagierten und dann rebellisch wurden. Es gab Kinder, die, sagen wir, dem so psychosomatische Symptome entwickelte wie häufiges Bauchschmerzen ohne sichtbares Grund, die sehr traurig wurden, sehr leise waren. Und vor allem, das gilt ein bisschen für alle, die Kinder hatten keine Möglichkeit oder nur zu wenig Möglichkeit, ein kindesgerechtes Leben zu führen, eine kindesgerechte Sprache zu entwickeln, weil die Kinder lernen auch im Spiel, lernen auch mit anderen Kindern. Und diese Erfahrungen, die sehr, sehr wichtig sind für eine gute Entwicklung, fehlten denn. Der Schweizer Bevölkerung waren die Nöte der Fremdarbeiter kaum bekannt. Wenn man die Länder sieht, aus denen die Leute herkommen,
wie sie dort behandelt werden, dann glaube ich, dass man doch sagen darf, dass sie bei uns in der Schweiz unseren Verhältnissen entsprechend sehr gut behandelt werden. Sie werden viel besser behandelt, als sie in Deutschland behandelt werden und haben es viel besser, als sie in Italien selber sind. Ich finde es nicht schlecht. Ich bin jetzt gerade zurückgekommen von Afrika und ich finde es ist nicht schlecht. Fremdarbeiter? Ja, von mir aus werden die mehr wieder gut behandelt. Mehr wieder gut. Von mir aus kann das auch alles gehen. Also, findet jemand mal, die Unterkunft darf besser sein. St. Moritz. Eine schöne Welt für Menschen, die das Glück haben, sich diese Welt leisten zu können. Und ein Heer anderer Menschen, meist unsichtbar, sorgt dafür, dass dieses Bild keine Risse erhält. Allein 3000 Portugiesinnen und Portugiesen halten im Engadin die Wirtschaft am Laufen. Isabel da Silva ist eine von ihnen. Sie kam vor über 40 Jahren als Saisonarbeiterin hierher. Ein kleines Stück Heimat findet sie im portugiesischen Laden. In Portugal war das Leben damals schwierig. Ich kam deshalb mit 17 in die Schweiz. Ich dachte, eine Saison zu machen und wieder zu gehen. Denn es gefiel mir nicht, in einem Hotel zu arbeiten. Aber ich kam hierher, um meinen Eltern helfen zu können, die unter großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten litten. So konnte ich jeden Monat etwas Geld nach Hause schicken. Isabel da Silva. Mit 21 Jahren gebar sie ihre erste Tochter Nadia. Und danach begann der jahrelange, verzweifelte Kampf einer Mutter. Da war viel Traurigkeit, viel Heimweh. Denn ich musste meine zweijährige Tochter bei meiner Mutter zurücklassen. Und das Mädchen nahm das alles wahr, wollte nicht alleine zurückbleiben. Ich habe nach allen Möglichkeiten gesucht, um meine Tochter hier zu haben. Immer hieß es, das sei nicht möglich. Zuerst, weil ich keine A-Bewilligung hatte. Ich opferte alles, um die A-Bewilligung zu bekommen. Als das Hotel, wo ich arbeitete, die Saison beendete, suchte ich eine andere Stelle in einem ganzjährigen Betrieb, um 36 Monate in Folge in der Schweiz zu bleiben und eine A-Bewilligung zu erhalten. Und als ich dann die Bewilligung hatte, begann ich erneut zu kämpfen. Ich ging auf die Gemeindeverwaltung von St. Moritz und sagte, ich habe jetzt die A-Bewilligung und fragte, ob ich nun meine Tochter herholen könne, um sie einzuschulen. Sie war damals 7-jährig. Die Gemeinde sagte, das sei nicht möglich, denn ich hätte keine eigene Wohnung. Ich lebte damals in der Unterkunft des Hotels, also suchte ich nach einer Wohnung, mietete eine und ging wieder zur Gemeinde. Dort rechnete man mir vor, dass ich nicht genügend verdienen würde, um meine Tochter zu versorgen. Ich machte die Rechnung. Ich arbeitete, mein Mann arbeitete und ich wollte meine Tochter bei mir haben. Doch sie sagten, nein, unmöglich. Isabel da Silva drohte mit einem Hungerstreik auf dem Dorfplatz von St. Moritz. Doch dann schlug sie einen anderen Weg ein, zur Bundesverwaltung in Bern. Meine Tochter war hier in den Ferien und sie fragte immer, Mama, muss ich nach Portugal zurück? Ich sagte ja. Wie es aussieht, ja. Und das Mädchen weinte.
Ich will nicht nach Portugal zurück. Da war sie 8. Und ich war verzweifelt und entschloss mich, nach Bern zu gehen. Ich ging einen Gang entlang und suchte nach dem Namen der verantwortlichen Person. Vor der Tür setzte ich mich auf den Boden. Ich weinte und meine Tochter war bei mir. Die Sekretärin ging ins Büro und sagte, diese Frau will nicht weggehen. Es ist besser, sie anzuhören. Und der Mann war einverstanden. Er öffnete die Tür und sagte, kommen Sie, was ist Ihr Anliegen? Er war sehr freundlich, sehr verständnisvoll. Und schließlich sagte er, gehen Sie nach Hause. Aber kann meine Tochter bleiben? In 1-2 Tagen erhalten Sie die Antwort. Und so war es. Allem Anschein nach hatte er mit der Gemeinde gesprochen. Sie riefen mich an und sagten, ja, deine Tochter kann hierbleiben. Das war wie ein Wunder, ein kleines Wunder. Das war ein riesiges Glück. Und von diesem Tag an vergingen die Tage wie Stunden. Denn vorher litt ich andauernd, fiel in Depressionen. Aber als mein Mädchen in die Schule ging, war ich eine andere Frau. Ich begann zu leben. Saisonniers, billige Arbeitskräfte. Ein Statut regelt ihre Verwendung und sorgt gleichzeitig dafür, dass sie der Schweizer Gesellschaft nicht zu nahe kommen. Fast 70 Jahre lang, bis ins Jahr 2002, als die Personenfreizügigkeit in Kraft tritt. Wir verlangen die Menschenrechte. 1970 fordern in Bern aufgebrachte ausländische Arbeitnehmende ein Ende der Diskriminierung. Auch der italienische Staat ist mit diesem Verlangen an die Schweizer Regierung gelangt. Ein Ende des Saisonierstatuts. Schweizer, würdet ihr es akzeptieren, das ganze Jahr ohne eure Familie zu leben? Keine getrennten Familien. Ich möchte bei meinem Vater bleiben. Sie gehen gegen die rigiden Regeln des Saisonierstatuts auf die Straße. So dürfen Saisonniers beispielsweise den Arbeitgeber nicht wechseln, sind absolut abhängig von diesem. Doch dass man aus rechtlosen Saisonniers nun Gastarbeiter mit Aufenthaltsbewilligung machen würde, dies wäre gegen die Interessen der Bauwirtschaft. Das Baugewerbe riskiert eine größere Abwanderung von Gastarbeitern in andere Wirtschaftszweige, die bessere Arbeitsbedingungen offerieren können oder als attraktiver angesehen werden. Um diese Abwanderung, diese Tendenz auffangen zu können, wären wahrscheinlich größere Lohnzugeständnisse notwendig, eventuell noch andere Zugeständnisse in sozialer Hinsicht, die eine starke Teuerung der Bauleistungen zur Folge haben würden, und zwar speziell im Hochbau. Saisonarbeiter, jährlich abrufbar, je nach Wirtschaftslage. Die gesetzlichen Hürden sind so hoch gesetzt, dass es diesen Arbeitern nur mit Mühe gelingt, eine Aufenthaltsbewilligung zu erlangen. 4 Jahre hintereinander, je präzis 9 Monate als Saisonnier, dies die Voraussetzung, um eine Aufenthaltsbewilligung zu beantragen. Cécile Bühlmann, die spätere grüne Nationalrätin, arbeitete in Luzern auf der Ausländerberatungsstelle ABAL und erfuhr von den Tricks, um Saisonniers eine Aufenthaltsbewilligung zu verwirren. Dem hatte ich Kenntnis, dass das eine gängige Praxis war, wenn jetzt ein Arbeitgeber sehr zufrieden war mit einem Arbeiter, und er
sehr gerne behalten hat, hat er genau das können anwenden, dass er im vierten Jahr nicht mehr 9 Monate gegeben hat. Und dann ist er immer saisonier halten geblieben. Denn die, die nachher können umwandeln vom Saisonier in ein Jahresstatut, die sind natürlich weg. Die sind in bessere Stellen, die sind in Jahresstellen. Die sind in diesen alten Arbeitgebern verloren gegangen. Und die haben das versucht zu verhindern, indem sie dann im vierten Jahr einfach nur noch 8 oder 8,5 Monate gegeben. Das Fiesen war. Es musste genau 36 Monate sein. Und sie konnten nicht kompensieren im Folgejahr mit 9,5 Monaten. Und durch das haben die Leute zum Teil 8, 9, 10 Jahre das nie geschafft, die legale Bewilligung überzukommen. In Obwalden leitete Josef Gasser 26 Jahre lang die Fremdenpolizei, später umbenannt in Abteilung für Migration. Also wenn man in der Schweiz ein bisschen umgehört hat, weiss ich, dass es auch Absprachen gegeben hat zwischen Arbeitgeber und der Migrationsbehörde, dass man dort mit diesen 9 Monaten ein bisschen spielen konnte. Und so zwischen den Zielen habe ich schon jemanden gehört, dass vielleicht auch gewisse Sachbearbeiter gesagt haben, ja, wir sind nicht unglücklich, wenn es nicht zu einer Umwandlung kommt. Also, wenn jetzt ein Arbeitgeber die 9 Monate nicht beantragt, dann dürfen wir nicht intervenieren. Wenn es zu keiner Umwandlung kommt, dann hat man keine Aufenthaltsbewilligung und als Saisonier ist der Familiennachzug nicht möglich. Es ist das Jahr 1970. Unter dem Gotthard beginnt der Bau des längsten Autobahntunnels der Welt. Ein stolzes Werk schweizerischer Ingenieurskunst. Doch die Arbeiter im dunklen Loch sind größtenteils Ausländer. 270 von insgesamt 300. Und was für diese Baustelle gilt, gilt für die meisten anderen im Land ebenfalls. Die Schweiz wird von Ausländern erbaut. Meist aus dem armen Süden, sind an die Bau- und Werkplätze der Schweiz geholt worden. Dies entspricht fast 16% der damaligen Wohnbevölkerung. Überfremdung. So nennt es dieser Mann, James Schwarzenbach. Und er bringt mit seiner nationalen Aktion ein Volksbegehren an die Urne. 1970, im selben Jahr, in welchem die Ausländer mit dem Bau des Gotthard-Straßentunnels begonnen haben. Die nach ihm benannte Initiative verlangt, dass der Ausländeranteil auf höchstens 10% der Wohnbevölkerung reduziert werden müsse. 300.000 Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter hätten demnach die Schweiz zu verlassen. Und nun möchte ich sagen, das Problem ist sicher besonders gross geworden, weil wir nicht wie anfangs der 60er Jahre Norditaliener bei uns hatten in der grossen Zahl, sondern weil wir heute Süditaliener in der grossen Zahl haben. Hitzige Wortgefechte in der Öffentlichkeit. Das kommen mehr männlich, nicht Frauen. Die sind nicht Frauen. Alle zeigen. Nein. Wo gesund sind, verkleiden. Sind zu zum Schaffen. Dann machen Sie doch Ihre Grenzen zu. Lassen Sie auch die Touristen nicht natürlich mehr rein. Natürlich machen wir Grenzen zu. Krieg, sitzen wir alle in. Wie lange halten wir es aus ohne Ausländer? Wir haben aber ausgehalten. Hast du einen Schweizer Pass? Was steht da? Natürlich. Steht drauf, dass du ein Ausländer bist. Nein, es ist Schweizerin. Im Juni 1970 entscheiden die Schweizer Männer den Streit an der Urne. Und dies denkbar knapp. 8 Kantone stimmen der Initiative zu. Schweizweit sind es 46% der männlichen Bevölkerung. Im Friedhof von St. Moritz liegt jener Mann begraben, der die erste fremdenfeindliche Partei im Nachkriegseuropa gegründet hat. James Schwarzenbach,
dieses einstige Schreckgespenst der ausländischen Arbeiterschaft in der Schweiz. Seine letzten Jahre verbrachte er im Engadin. Fast in Sichtweite liegt das Hotel Waldhaus in Sils, wo Schwarzenbach gelegentlich als Gast einkehrte. Der James Schwarzenbach war angemeldet für ein Abendessen bei einem Gast von uns, den er oft besucht hat in der Vergangenheit. Und das war gerade ein paar Monate vor der Abstimmung. Und da haben effektiv Mitarbeiter gefunden, nein, den James Schwarzenbach servieren wir nicht. Und sind zum Rolf Kimberger gegangen, meinem Schwiegervater und damaligen Leiter vom Haus, und haben ihm gesagt, sie wollen den James nicht servieren. Und Herr Kimberger hat wunderbar ihnen können erklären, wieso dass es sinnvoller ist, dass sie ihn heute Abend genauso freundlich bedienen wie alle anderen Gäste. Das würde ihn eher beflügeln, zu sagen, die Leute, die guten Leute, die hier arbeiten, die brauchen wir doch in Zukunft. Das Fünf-Sterne-Haus war eines der ersten Engadiner Hotels, das in den 1970er Jahren Saisonarbeiter aus Portugal engagierte. Und dem damaligen Hoteldirektor Felix Dietrich war die Not dieser Menschen bewusst. Wir haben gesehen, wie zum Teil unsere ausländischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die als Ehepaar und Saisonier hier hingekommen sind, dass sie eigentlich alles daheim zurückgelassen haben, aus existenziellen Gründen. Und man hat ihnen angesehen, dass die Heimat ist eins, was sie vermisst haben, aber ganz stark haben sie ihre Kinder vermisst. Und aus diesen Gründen aus haben wir gesagt, wir müssen eine Lösung finden, die irgendwie für alle passt und wo wir auch verantworten können. Und so gestattete Felix Dietrich seinen Saisonniers, ihre Kinder während der dreimonatigen Sommerferien ins Hotel zu holen. Man hat einfach etwas gemacht, wo in dieser Situation für uns das einzig Richtige und das einzig Menschliche war. Und ich habe immer meinen eigenen Leuten gesagt, die gesagt haben, du weißt, du machst dich strafbar. Es könnte sein, dass du sogar in die Kiste musst für das. Ich habe gesagt, das mache ich gern. Und ich werde auch nicht einen Anwalt für das nehmen, sondern ich werde das persönlich vor dem Gericht versuchen darzulegen, wie wir das gemacht haben. Und wer dann immer noch Schuld findet an mir, der soll den ersten Stein werfen. Gelegentlich kehrt Nadja ins Engadin zurück. Heute lebt die ältere der zwei Töchter von Isabel da Silva mit ihrer Familie im Unterland. Bei ihren Besuchen erinnert sie sich an den Kampf ihrer Mutter. Ja, sie hat sehr gekämpft. Ja. Sie hat sehr gekämpft, dass ich hierher durfte. Und es war ungewiss, weil ich bin hier in der Sommerferien war. Die haben ja 3 Monate Ferien dort in Portugal. Und eines Tages ist dann der Entscheid gekommen, ich glaube, ein paar Tage vorher, als wo ich abreisen musste, dass dann geheißen hat, du darfst in der Schweiz bleiben. Oder? Und ich glaube, das war somit der glücklichste Tag in meinem Leben, in meinem jungen Leben. Ist das wirklich, ich darf mit meinen Eltern zusammen sein. Und das ist für mich alles. Ja. Isabel da Silva ist im Engadin geblieben, wo sie 1978 ein neues Leben begann. 17-jährig, als Zimmermädchen, Monatslohn 600 Franken. Der jahrelange Kampf um ihre Tochter hat sie nicht verbittert. Ich bin sehr glücklich. Ich habe meine Kinder hier, meine Enkel. Die Schweiz ist meine zweite Heimat geworden. Und ich bin dankbar dafür, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben hat. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich die Schweiz vermissen, wenn ich nach Portugal zurückginge.